Fensterkonzert Teil 14. Heute ist der 14. Juni. Und das ist nicht nur mein Matura-Tag, sondern heute ist auch Vatertag. Und mein Vater, beziehungsweise unser Vater, ich bin ja das fünfte Kind, war nicht nur Tischlermeister, sondern auch Kapellmeister. Und als Tischler habe ich nicht so viel gelernt von ihm, aber von der Musik schon. Gold, Silber, Bronze. Und er war doppelter Meister. Und alle haben zu ihm gesagt, Master. Und zu seinem runden Geburtstag seinerzeit habe ich ihm ein Lied komponiert. Bitteschön. Wär nun dein Leben zum 70er, wo ich noch doch wird er freit mir. Was kann man so einem Menschen nur geben? Sude, was texten, was meinen? Oder ein Lied schreiben über dein Leben? Ich setz mir her zu mein Klavier. Denk über die Nacht, doch einfällt mir. Vor wen tritt man noch majestätisch hin? Vor wem hat man noch Respekt, jedes Kind? Wer war ehrlich sein Leben lang? Wer war väterlich zu jedermann? Wem war nicht Macht und Geld das Wichtigste? Wem war das Leben selbst das Leichteste? Wer lebt heute noch mit Idealen? Wer hält die Familie zusammen? Du Vater, Bruder, Schwager, du Opa, Onkel, Master, Master, du wolltest nie zu hoch hinaus, hast weder studiert noch maturiert. Du hast alles gelöst mit dem Haus, Verstand und mein Herzen am richtigen Platz. Vielleicht liegt da dein Geheimnis, dass das so stark gemacht hat. Fast zu groß ist dein Vermächtnis. Ich glaub, es gibt keinen Menschen, der was schlecht sagt von dir. Und jeder den Hut zieht vor dir. Vor wem hat man noch Respekt, jedes Kind? Vor wem tritt man noch majestätisch hin? Wer war ehrlich sein Leben lang? Wer war väterlich zu jedermann? Wem war nicht Macht und Geld das Wichtigste? Wem war das Leben selbst das Leichteste? Wer lebt heute noch mit Idealen? Wer hält die Familie zusammen? Du Vater, Bruder, Schwager, du Opa, Onkel, Master, du Master. Ja, unser Vater war doppelter Meister, doppler Meister. Nein, doppelter Meister, doppler Meister. Nein, doppler Meister. Nein, doppelter Meister. Er war Tischlermeister und er war Kapellmeister. Und er hat Auszeichnungen bekommen, sehr viele, weil er natürlich ein ehrenvoller Mann war. Und er hat dann den silbernen Dirigentenstab bekommen.
Ja, und weil er sehr, sehr ordentlich war, hat er einen goldenen Bordwisch gekriegt von seinen Gesellen. Und er hat ja 50 Lehrbuben ausgebildet. 50 und sehr viele Gesellen gehabt. Und einer war sehr originell, der hat Josef geheißen und zu sich selber da gesagt, Pepe Angel. Und wenn er müde war nach einer Musikprobe oder nach der Arbeit, hat er gesagt, Pepe Angel, geh mal heim. Zum Doppelmeister. Pepe Angel, geh mal heim. Einmal noch, nächste Woche, dann ist hoffentlich Corona vorbei. Geh mal heim, Pepe Angel.